Liebe Sims 3 Big Brother Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt. Ja, durch gesundheitliche Geschichten bin ich jetzt ein wenig später dran als üblich und ich bin euch ja noch das Ergebnis schuldig. Und zwar das Ergebnis der kompletten ersten Staffel. Sprich, wer hat die erste Staffel der Sims 3 Big Brother Edition gewonnen? Ihr habt zahlreich gestimmt und dafür möchte ich mich ganz, ganz recht herzlich bedanken. War echt super zu sehen, wie das Ganze ein ewiges Auf und Ab war. Das war ein ziemlich spannendes Rennen und ich will gar nicht lange drum rumquatschen. Ich gucke mir jetzt mal hier so die Ergebnisse an, oder sagen wir mal das Ergebnis. Gut, Frage war, wer soll die erste Sims 3 Big Brother Staffel gewinnen? Und da sind mit 19 von 41 Stimmen, mit ganz genau 46,34% sind auf Susi Rockstein gefallen. Okidoki, Susi hat 19 Stimmen auf sich ziehen können. Der gute Amadeus ist mit 53,66% und gesamten 22 Stimmen tatsächlich als Staffelsieger hervorgegangen. Herzlichen Glückwunsch, Amadeus Rockstein. Ja, ihr habt hier noch ein schönes Balkendiagramm, noch ein schönes Kuchendiagramm und wir gucken mal. Ich gehe mal wieder raus. Ich denke mal, ihr habt es gesehen. Wie gesagt, 41 Teilnehmer. Dafür ganz herzliches Dankeschön. Das war echt das beste Voting von allen. Wir mussten ja dieses neue Voting-Tool nehmen, da das alte abgeschmiert war. Und es war zeitweise zwischen der gesamten Voting-Geschichte schon phasenweise weg. Dann war es zum Ende hin komplett weg und ich konnte auch den Sieger nicht mehr einsehen. Ist jetzt aber wieder da und ich habe gesehen, dass auch in diesem Voting-Tool Amadeus tatsächlich gewonnen hat. Freut mich persönlich aus einem Grunde, weil, ihr wisst, ich mag Susi total gerne. Allerdings, Amadeus ist der erste Sim, den ich überhaupt Let's Played habe. Das erste große Let's Play, was ich überhaupt gemacht habe, das ist Late Night Sims 3. Amadeus Rockstar auf dem Weg zum Rockstar ist das erste Let's Play überhaupt und deswegen hängt so ein bisschen so auch die Erinnerung an diesen guten Amadeus Rock sein und das freut mich natürlich dann insbesondere, dass der gewonnen hat. Susi ist perfekt Zweiter geworden, ganz knapp nur, hätte auch gewinnen können und ja, die Rockstein haben das tatsächlich unter sich ausgemacht. Gut, bevor ich jetzt gleich zum Gewinner überblenden möchte, noch eine kurze Bekanntgabe beziehungsweise der nächsten, sprich der zweiten Staffel. Ich hatte von den Leuten, die mir Sims geschickt hatten, hatte ich einige angeschrieben, denn es ist so, ich habe probiert, die Sims, die ihr mir geschickt habt, zu implementieren in meinem Spiel und habe nur die implementieren können, die wirklich als Haushalt gespeichert waren. Komischerweise, warum auch immer, die Einzel-Sims konnte ich nicht ins Spiel kriegen, weswegen ich da nochmal angeschrieben habe und einige haben schon geantwortet, haben mir auch den entsprechenden Sim als Haushalt dann zurückgeschickt. Also ich würde die ich angeschrieben habe, die sich noch nicht gemeldet haben, kurz bitten, da nochmal nachzuschauen, ob es möglich ist, den Sim als Haushalt hochzuladen. Ihr müsst dann, glaube ich, auf das Haus gehen und dann online stellen, dann Haushalt, ohne Haus. Ne? Das wäre super wichtig, weil sonst kann ich die Sims nicht spielen, dann muss ich mich halt für andere entscheiden. Auch die, die mir generell Sims geschickt haben, die das wissen, dass sie es nicht als Haushalt geschickt haben, bitte nochmal nachschauen, damit das mit der Staffel schnellstmöglich weitergehen kann, denn ich bin noch nicht ganz wieder fit, aber bin auf einem guten Wege und ich denke mal, ich werde bald wieder aufnehmen können. Sprich, dann kann es dann auch weitergehen und die zweite Staffel kann dann beginnen, sobald ich dann alle Sims habe. Aktuell habe ich, glaube ich, 4. Das heißt, 2 brauche ich jetzt aktuell noch und ja, schaut bitte nochmal nach, ihr auch, die mir, die ich nicht angeschrieben habe, ob ihr mir Haushalte geschickt habt, dann kann es weitergehen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Voten. 41 Leute haben teilgenommen und ja, blende jetzt mal auf den Gewinner der kompletten ersten Staffel. Also die erste Staffel war ja nur eine Teststaffel, aber trotzdem, es ist ein Gewinner gekürt worden und dieser Gewinner heißt Amadeus Rockstein und auf eben jenen werde ich jetzt überblenden mit dem bekannten Satz and the winner is. Liebe Leute, nochmal vielen Dank und hier seht ihr Amadeus.